Ich habe zugesehen, wie alle ihre Sachen zusammenpackten und in ihre Taschen stopften, während ich immer tiefer und tiefer in meinem Stuhl versank. Ich schämte mich, dass ich gerade einen wichtigen Test nicht bestanden hatte und vor allen anderen gebeten wurde, da zu bleiben, um mit meinem Lehrer zu sprechen. Er saß auf seinem Schreibtisch mit den Händen auf jeder Seite, so wie es Lehrer tun, wenn sie enttäuscht sind. Ich ging beschämt nach vorne und setzte mich mit verschränkten Armen hin. Aber bevor ich weitermache, nehmt Euch bitte einen Moment Zeit, um ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren, falls Ihr das nicht schon getan habt. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Daniel, würdest du uns bitte erklären, was dich dazu gebracht hat, im Test so schlecht abzuschneiden? fragte er mich in seinem gewohnt stolzen Ton. Ich habe nicht gelernt, Sir, sagte ich einfach. Ich war nie der Typ, der sich entschuldigt. Ich habe einfach nicht gelernt, und das war's. Ich habe mit deinen anderen Lehrern gesprochen, und du scheinst in den meisten Klassen durchzufallen, sagte er. Wir sind der Meinung, dass du dir einen Tutor besorgen solltest, sonst fällst du in diesem Jahr durch. Ich wollte mir selbst auf die Stirn schlagen, es war mir so peinlich, dass ich jetzt von irgendeinem Streber Nachhilfeunterricht bekommen musste. Sie wollten mich wahrscheinlich dazu bringen, in den Pausen drinnen zu bleiben und zu lernen, während ich meinen Freunden draußen beim Basketball zuschauen musste. Mir graute schon vor der ganzen Erfahrung, und es hatte noch nicht einmal angefangen. Am nächsten Tag zwang mich mein Lehrer wirklich dazu, in den Pausen drinnen zu bleiben. Er machte diese herablassende Geste, bei der sie ihre Hand auf deine Schulter legen und begleitete mich zur Bibliothek. Sie war größtenteils leer, aber auf der Rückseite sah ich all die Nerds, über die sich meine Freunde lustig machten und über Computersoftware oder so etwas sprachen. Dieses eine Mädchen stach jedoch heraus, ich ertappte mich dabei, wie ich leise, Wow, sagte. Ich hatte sie noch nie zuvor gesehen, denn meine Schule war riesig. Sie war wunderschön. Alles, von ihrem Haar bis zu ihrem Lächeln und ihren strahlenden Augen, war hypnotisierend. Wer ist sie? fragte ich mich. Ich erwartete von meinem Lehrer, mich in den hinteren Teil des Raumes mitzunehmen und mich zu den Verrückten zu setzen, aber plötzlich stand ich dem hübschesten Mädchen gegenüber, das ich je gesehen hatte. Dann, das ist deine Tutorin Molly, sagte er, und dann ging er weg und murmelte etwas davon, dass er nicht genug Geld bekäme und dass Teenager wie üblich die schlimmsten seien. Ich war irgendwie sprachlos vor meiner neuen Tutorin. Molly, es klang wie der schönste Name, weil es ihr Name war. Schön, dich kennenzulernen, Daniel, sagte sie und lächelte mich hellwach an. Ich versuchte etwas zu sagen, aber meine Stimme brach. Ich räusperte mich und sagte: Du kannst mich Danny nennen. Sie lächelte einfach, setzte sich hin und holte ihre Bücher aus der Tasche. Sie begann mir einen Haufen Fragen zu stellen, aber ich konnte kein Wort verstehen, ich starrte sie nur an. Ich war noch nie so verblüfft gewesen. Sie winkte mit ihrer Hand vor meinen Augen und ich schnappte wieder in die Realität zurück. Hallo, bist du da drin? lachte sie. Ja, 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 Entschuldigung, sagte ich. Alles ist in Ordnung, antwortete sie. Sie begann mich nach den Fächern zu fragen, die ich belegt hatte und mit welchen ich am meisten zu kämpfen hatte. Es war mir super peinlich, ich wollte nicht, dass sie mich für dumm hält. Ich erzählte ihr meine schlimmsten Fächer, und sie schrieb sie auf. Sie schrieb alles auf, was ich darüber erzählte, warum ich mich in der Schule abmühte, und machte perfekte Notizen. Ich merkte, dass sie eine gute Schülerin war und dass sie mich bereits studierte. Zu früh für meinen Geschmack läutete die Glocke, und wir mussten in den Unterricht gehen. Wir hatten keinen gemeinsamen Unterricht, was mich ärgerte, obwohl es schon immer so gewesen war. Als ich jetzt im Unterricht war, hatte ich das Gefühl, dass sie fehlte. Ich sah mich um und erwartete, dass sie da sein würde, aber sie war nicht da. Wir begannen in den Pausen zu lernen und in Zeiten, in denen wir beide frei waren. Jedes Wort, das sie sagte, blieb mir im Gedächtnis haften. Es schien alles das Interessanteste zu sein, was sie je gesagt wurde. Bald darauf hatte ich eine weitere Reihe von Prüfungen, und wisst ihr was? Ich habe sie alle mit Bravour bestanden. Molly stellte mein Schulleben wirklich auf den Kopf. Ich war so voller Dankbarkeit und ich war so in sie verliebt, dass ich es kaum erwarten konnte, ihr die Neuigkeiten zu erzählen. Als ich sie sah, nahm ich sie in meine Arme und schwang sie herum. Ich zeigte ihr meine Testergebnisse und sie war genauso glücklich wie ich. Ich konnte mir nicht helfen, ich musste es einfach tun. Ich bat sie, auf der Stelle meine Freundin zu werden. Zu meiner Überraschung hat sie tatsächlich gegrinst und Ja gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie erwartet, dass sie mich zurückweist. Ich war überglücklich. Sie ging mir rund um die Uhr durch den Kopf, und jetzt war es bei ihr hoffentlich auch so. Nachdem ich mich drei Monate lang mit ihr verabredet hatte, wollte ich ihr eine kleine Überraschung bereiten. Es ist kitschig, ich weiß, aber ich wollte unser dreimonatiges Jubiläum feiern. Ich kaufte ihr Pralinen und Blumen und schrieb ihr einen Haufen kleiner Notizen. Ich blieb nach der Schule zurück und erzählte ihr, dass ich Basketballtraining hatte, und als alle weg waren, öffnete ich ihren Spind. Ich war gerade dabei, alle Geschenke hineinzulegen, damit sie sie gleich am nächsten Morgen sehen konnte, wenn sie zur Schule kam. Aber hinten in ihrem Spind schimmerte etwas. Ich griff danach und erwartete, dass es etwas Leichtes sei, aber es war ein sehr schweres Buch, ein Fotoalbum. Es war schäbig, unordentlich und voller Glitter. Der Glitter klebte überall an meinen Händen und an meiner Hose. Ich schlug die erste Seite auf und meine Kinnlade fiel vor Schreck herunter. Es war ein Bild meines Geschichtslehrers, desselben, der mich ihr vorgestellt hatte, und es war von Herzen umgeben. Auf jeder Seite war ein Bild eines männlichen Lehrers an meiner Schule, umgeben von Herzen, Glitzer und verschiedenen Botschaften wie Ehemann oder Liebe meines Lebens. Ich war so erschrocken, aber ich war noch nicht einmal zum schlimmsten Teil gekommen. Ich blätterte jede Seite durch, bis ich die letzte erreicht hatte. Es war ein Bild von drei Menschen. Es war so unglaublich, dass ich eine Sekunde brauchte, um es zu verarbeiten. Es war ein Bild von mir, meiner Mama und meinem Papa. Irgendwie seltsam, dass ich eine Sekunde brauchte, um herauszufinden, dass es meine Familie war, nicht wahr? Nun, das liegt daran, dass das Gesicht meiner Mutter herausgeschnitten und meines wütend zerkratzt war. Es war, als hätte sie einen spitzen Gegenstand genommen und angefangen, mich zu zerkratzen. Mein Vater dagegen, er war perfekt. Er hatte noch mehr Herzen um sich herum als alle Lehrer zusammen, noch mehr Glitzer und noch gruseligere Botschaften. Meine Hände wurden kalt und mein Gesicht blass, als ich diesen Schrein für meinen Vater anstarrte. Meine Freundin war besessen von meinem Vater. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich geriet in Panik, also stopfte ich das ganze Jubiläumszeug in ihren Spind und schob das Album in meinen Rucksack. Ich rannte nach Hause, so schnell ich konnte. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Am nächsten Tag lief Molly auf dem Flur auf mich zu und umarmte mich, weil sie ihren Spind geöffnet und alle Geschenke gefunden hatte, die ich ihr besorgt hatte. Sie umarmte mich fest, aber ich wurde nur steif. Danny, das hättest du nicht tun sollen, sagte sie, ihre Wange an meine Brust gedrückt. Sie versuchte mich zu küssen, aber ich wich aus, indem ich so tat, als müsse ich niesen. Den Rest des Tages wich ich ihr aus. Sie versuchte ein paar Mal mit mir zu reden, aber ich tauchte unter und mischte mich unter die Menge. Wie ich schon sagte, meine Schule war riesig. Ein paar Leute sagten mir, dass sie nach mir suchte und wo sie war, aber ich benutzte diese Information nur, um ihr noch mehr aus dem Weg zu gehen. Irgendwann sah ich zu, wie sie zu ihrem Spind ging, in der Hoffnung, sie würde nicht merken, dass ihr Album weg war, aber natürlich bemerkte sie es. Sie begann zu zucken, manchmal im Nacken, manchmal in den Augen. Sie sah aus wie eine Person, die einen Entzug durchmacht. Ich war kurz davor, die Schule zu verlassen, als sie mich am Ende des Tages am Arm packte und ohne ein Wort zu sagen in die Bibliothek schleppte. Ich wollte keine Szene vor der ganzen Schule machen, also ließ ich mich von ihr ziehen. Sie setzte mich auf eines der Sofas und streckte die Hand aus, um meine Wange zu berühren, aber ich zuckte zusammen. Danny, was ist los mit dir? Warum gehst du mir aus dem Weg? fragte sie mich mit flehenden Augen, aber sie konnte vor Nervosität nicht aufhören, sich am Nacken zu kratzen. Nichts, Molly. Sie zuckte ein wenig zusammen, als ich sie bei ihrem Namen nannte, denn ich gab ihr sonst immer irgendeinen Kosenamen. Du bist kalt und distanziert, sag mir einfach, was los ist, sagte sie und ergriff unerwartet meine Hand. Sie schaute auf sie hinunter und sah noch etwas Glitzer auf meiner Hand und unter meinen Fingernägeln. Sie griff meine andere Hand und untersuchte sie. Ich konnte sehen, wie sie die Punkte in ihrem Kopf verband. Sie schaute mit einem kalten Blick zu mir auf. Ich stand sofort auf und rannte aus dem Gebäude. Es war schon ziemlich spät und die Sonne ging gerade unter. Ich war an diesem Tag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, also stieg ich auf mein Rad und trat in die Pedale, so schnell meine Beine konnten. Es war immer noch nicht schnell genug. Ich fuhr auf dieser schlecht beleuchteten Straße mit Wald auf beiden Seiten. Die Straße lag höher als der Wald. Ich sah ein helles Licht, das sich schnell näherte. Es war nur ein Licht, also vermutete ich, dass es ein Motorrad war. Bald bemerkte ich, dass es auf der gleichen Fahrspur wie ich fuhr und eindeutig auf der falschen Seite war. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte. War es ein betrunkener Fahrer? Je näher das Licht kam, desto besser konnte ich die Person auf dem Motorrad erkennen. Es war Molly. Sie sah völlig geistesgestört aus. Sie fuhr mit voller Geschwindigkeit direkt auf mich zu. Ich merkte, dass sie in mich hineinfahren wollte, und kurz vor dem Aufprallmoment sprang ich vom Fahrrad, kam von der Straße ab und stürzte in den Wald. Mein Fahrrad flog, das Motorrad war viel schwerer ich versteckte mich hinter einem dichten busch und beobachtete wie molly mit einer taschenlampe nach mir suchte wo bist du danny boy warum willst du nicht mit mir reden sagte sie mit dieser gruseligen wütenden babystimme sie rannte in den wald und begann mit ihrer taschenlampe herumzuleuchten sie hätte mich fast entdeckt aber ich habe mich gerade noch rechtzeitig geduckt während sie abgelenkt war rannte ich zu ihrem motorrad sie hätte mich fast erwischt ich spürte wie ihre fingernägel meinen rücken streiften ich fuhr mit dem Motorrad davon, viel schneller, als sie mit meinem jetzt zerstörten alten Fahrrad jemals fahren konnte. Ich fuhr den ganzen Weg nach Hause, wo ich vom Motorrad absprang und hineinrannte. Ich sah meine Eltern in der Küche, meinen Vater, der meiner Mutter ein Buch vorlas, während sie sich einen Teller schnappte. Oh, Süßer, du bist endlich zu Hause, sagte meine Mutter. Wir wollten gerade diese Brownies essen, die deine Freundin vorhin vorbeigebracht hat. Meine Mama schnappte sich einem Brownie und wollte gerade davon abbeißen, als ich ihn ihr aus der Hand schlug. Ich nahm das ganze Tablett mit den Brownies und warf sie in den Müll, während meine Mutter mich anschrie und fragte, was zum Teufel ich da tue. Die Brownies sind vergiftet, schrie ich zurück. Daniel, was hat das zu bedeuten? fragte mein Vater und nahm seine Brille ab. Molly ist verrückt, schrie ich sie an. Plötzlich klingelte es an der Tür und meine Mutter ging hin, um aufzumachen. Ich versuchte es ihr zu verbieten, aber sie wollte nicht hören. Sie kam zurück und Molly stand direkt hinter ihr. Ich stieß sie von meiner Mutter weg und brüllte sie an. Was machst du denn hier? Mein Dad packte mich an den Armen und stieß mich von Molly und meiner Mutter weg. Was ist los mit dir, Daniel? Man schubst keine Frauen, tadelte er mich. Ich schnappte meinen Rucksack vom Boden und öffnete das Album. Molly schrie es nicht zu öffnen, aber ich schob ihnen das Bild meiner Mutter, meines Vaters und mir vor die Nase. Sie sahen Molly beide schockiert an. Molly stampfte und kreischte. Sie rannte zu meinem Vater und warf sich auf ihn und schrie: Nichts würde uns je trennen! Meine Mutter wurde darüber sehr wütend, wie es auch sein sollte, und riss Molly von meinem Vater herunter, während sie strampelte und schrie. Sie stieß das verrückte Mädchen aus dem Haus und schrie sie in unserem Vorgarten an. Alle Lichter in unserer Straße gingen an, als neugierige Nachbarn nach draußen kamen, um zu sehen, was es mit dem ganzen Lärm auf sich hatte. Aber meine Mutter rannte wieder hinein und verschloss die Haustür. Molly strampelte und schrie und schlug gegen unsere Haustür und Fenster, bis die Behörden kamen und sie mitnahmen. Sie war so gewalttätig, dass man sie in eine Zwangsjacke stecken musste. An diesem Tag verlor sie ihren Verstand und wurde in die Psychiatrie eingewiesen. In diesem Jahr bekam ich zwar erstaunliche Noten, aber ich habe immer noch Albträume, dass Molly mich in diesem Wald sucht. Sagen wir einfach, dass ich jetzt mein ganzes Studium alleine bewältige. Tutoren können komisch werden.